Es ist eine gigantische Show bei WrestleMania 31 mit einem überraschenden Ende. World Heavyweight Champion Brock Lesnar wird in seinem Titelmatch vom Gegner Roman Reigns erst im Gesicht verletzt. Es fließt viel Blut beim hochfavorisierten Kraftpaket. Dann nimmt ihm Seth Rollins, der sich in den Kampf einmischt, auch noch den Gürtel ab. Nicht der einzige Aufreger an diesem Abend. Rusev wird im Panzer an den Ring gebracht, The Rock taucht plötzlich auf und dann ist da natürlich noch der Gänsehautmoment von Hulk Hogan, der mit seinem früheren NWO-Kollegen in den Kampf von Sting eingreift. Die Fans kommen mal wieder auf ihre Kosten, WrestleMania 31 hat gerockt.